Fernbeziehung, ja oder nein, darum soll es heute gehen. Dieses Thema hatten wir auf dem Channel noch nie, aber solltest du eine Fernbeziehung führen? Lohnt sich eine Fernbeziehung oder ist das der größte Bullshit, den du machen kannst? Die Antwort erfährst du hier im Video. Viel Spaß! Also, Thema Fernbeziehung. Hatte ich selbst schon mal eine Fernbeziehung? Nein. Werde ich in meinem Leben jemals eine Fernbeziehung haben? Nein. Die Antwort ist ganz klar, nein. Eine Fernbeziehung halte ich für den größten Blödsinn, den du machen kannst. Wenn du eine Fernbeziehung hast, okay, wenn du gerade eine eingehen möchtest, lass es lieber, würde ich dir nicht empfehlen. Aber lass uns einfach mal die Vor- und Nachteile einer Fernbeziehung aus meiner Sicht durchgehen. Kann ja auch sein, dass du das anders siehst, so sehe ich das allerdings. Vorteile einer Fernbeziehung, und da fällt mir schon gar nichts mehr ein. Oft ist es ja so, dass Menschen oder dass Paare zusammenbleiben und dann in eine Fernbeziehung gehen, weil irgendwer zieht um und die wollen sich nicht trennen. Und dann gehen sie in eine Fernbeziehung, aber das hat dann ja schon keine Vorteile. Also du machst es ja nicht aus Vorteil, weil du sagst, boah, unsere Beziehung wird jetzt noch viel geiler, wenn wir eine Fernbeziehung draus machen, sondern du machst es, damit du die Beziehung nicht verlierst. Wir haben in den letzten Videos darüber gesprochen, Handlungen aus Angst Frauen gegenüber ist immer schlecht, das zählt da natürlich auch zu. Das heißt, erstmal passiert das aus Angst raus. Du willst die Frau nicht verlieren, ihr wollt die Beziehung nicht verlieren und deswegen kommt ihr in die Fernbeziehung. Klar, manchmal gibt es auch gute Beziehungen, die man vielleicht durch die Fernbeziehung aufrechterhalten will und das ist dann was anderes. Aber erstmal ist ja die Motivation zu einer Fernbeziehung meist nicht irgendwas Positives. Du sagst ja nicht so, boah, das wird unsere Beziehung noch geiler machen, sondern du denkst dir so, okay, es muss halt sein, weil sonst ist es zu Ende. Ja, das heißt, Fernbeziehung ist sowieso immer so eine Art fauler Kompromiss in meiner Welt. Ich möchte hier einmal ausschließen, temporäre Fernbeziehung. Wenn ich jetzt eine Frau habe und so und die ist für 3 Monate, geht die ins Ausland, um irgendeine Fortbildung zu machen oder sagen wir, das ist meine Frau, mit der ich vielleicht auch Kinder haben möchte oder bereits Kinder habe und sagen wir mal, die geht für 1 Jahr ins Ausland. Okay, so, wenn man eine gute Beziehung hat, kann man 1 Jahr sicherlich packen. 3 Monate, okay, 1 Monat, 3 Monate, das ist alles keine Zeiten, davon reden wir jetzt nicht. Das ist in Ordnung, das kann man mal machen. Wie gesagt, 1 Jahr, da muss man dann schon wirklich ein gutes Paar sein, damit das funktioniert. Aber ein paar Monate, kein Problem. So kann man schon eine Fernbeziehung führen. Aber eine Fernbeziehung als Beziehungskonzept, weil zum Beispiel die Frau dir das vorschlägt oder das nicht anders geht und du denkst, du hast keine anderen Möglichkeiten und musst diesen faulen Kompromiss eingehen, das ist Blödsinn. Ja, das ist totaler Blödsinn. Nachteile von einer Fernbeziehung. Du siehst deine Freundin selten. Wenig körperlich Kontakt. Du musst viel über Text und so einen Scheiß kommunizieren. Oder über Phone, über Telefon. Und du musst verstehen, dass immer wenn du über Telefon oder Text nur kommunizierst, dann könnt ihr nicht körperlich sein. Und das wird auf Dauer ein Problem, denn ohne diese körperliche Ebene seid ihr quasi gar nicht in der richtigen Liebesbeziehung. Ihr seid mehr in einer, wir telefonieren jeden Abend und quatschen uns Vollbeziehung. Und was habt ihr euch denn irgendwann noch zu erzählen? Ohne diesen körperlichen Teil, ohne sich live zu sehen, fehlt enorm viel. Fehlen ein paar der wichtigsten Dinge, die man braucht, damit eine Beziehung läuft. Nämlich auch der körperliche Austausch von Liebe. Und ich meine damit nicht nur Sex, sondern auch solche Sachen wie Küssen, Nähe, Körperwärme, Streicheln, solche Dinge. Das gehört einfach dazu, damit das Gesamtpaket funktioniert. Was siehst du ja bei älteren Paaren, vielleicht in deiner Umgebung, vielleicht bei deinen Eltern, die irgendwie gar nicht mehr so richtig in Körperkontakt sind und dann läuft die Beziehung bei denen halt auch so, wie sie läuft, nämlich bei den meisten älteren Leuten nicht so geil. Nicht so, dass sie sagen würden, ja, das ist ja eine tolle Beziehung, sondern die sagen dann eher, ja, es läuft halt gerade so, für die Kinder bleiben wir zusammen oder sowas. Das liegt dann daran, dass Aspekte in der Beziehung fehlen. Ja, wir haben die letzten Tage über dieses Kreismodell gesprochen, starker Mann, schwacher Mann, Kreis in der Hälfte durchschneiden, dann fehlt dir die Hälfte des Potenzials. Hier ist es ja genauso. Dir fehlt die Hälfte der ganzen Beziehung und eine wichtige Hälfte fehlt dir komplett. Klar, ihr habt dann mal Sex und solche Sachen, wenn ihr euch dann seht. Das ist halt auch so eine Frage, wie oft seht ihr euch denn? So eine Fernbeziehung, ihr seht euch einmal die Woche. Okay, damit kann man noch arbeiten. Wenn es seltener ist, einmal im Monat oder so, würde ich es lassen an deiner Stelle. Einmal die Woche oder mehrmals die Woche, okay. Einmal im Monat oder alles, was da drüber ist, über einmal die Woche eher nicht. Dann kannst du besser deine Zeit investieren und andere Frauen kennenlernen. Da hast du dann mehr von und die sind dann vielleicht auch wirklich bei dir vor Ort. Und die Frage, die du dir stellen musst, ist ja doch immer, was soll denn langfristig auch dabei rumkommen? Wo soll das denn langfristig hinführen? Habt ihr einen Plan, vielleicht dann später wieder zusammenziehen, ja oder nein? Oder ist das sowas Endgültiges? Und warum es dann nicht gleich beenden? Beziehungsweise warum überhaupt anfangen mit so einer Fernbeziehung?
Dieses dauernde Schreiben, dieses dauernde Telefonieren, das führt bei den meisten Paaren dazu, dass man sich so ein bisschen auf den Sack geht. Man hat das Gefühl, man muss telefonieren oder keine Ahnung, skypen, um in Kontakt zu bleiben, aber es fehlt die ganze Zeit dieser körperliche Teil. Und dann rennst du draußen auf der Straße rum und siehst ganz viele Frauen, die dir gefallen, die du aber nicht ansprechen kannst, weil du in einer festen Beziehung bist, die aber gar keine richtige Beziehung ist. Also es ist schon eine Beziehung, aber du hast halt viele von den Vorteilen einer Beziehung hast du ja gar nicht. Viele von den schönen Dingen einer Beziehung fehlen ja fast komplett. Das macht ja keinen Sinn. Plus man kann sich natürlich so zusammen schlecht eine gemeinsame Zukunft aufbauen. Man kann schlecht durch die täglichen Herausforderungen gehen, weil man sich eben kaum sieht. Dass das Ganze nicht funktioniert, wenn du eine Familie gründen willst, muss ich ja nicht sagen, aber davon reden wir ja nicht mal unbedingt. Auch für, ich sag mal, jüngere Leute, ich würde das nicht empfehlen. Du verschwendest hier deine Zeit. Du verschwendest deine Zeit, die du besser investieren könntest, Erfahrungen mit anderen Frauen zu machen, die tatsächlich bereit sind für eine feste Beziehung am gleichen Ort. Manche Männer verschwenden Lebensjahre, um mit einer Frau zusammen zu sein in einer Fernbeziehung, um dann festzustellen, oh, das war doch nicht die gute Idee, ich hätte mal von vornherein mehr Frauen treffen sollen und mich darauf fokussieren sollen. Manche Männer verschwenden da richtige Jahre bei. Fernbeziehung hat halt keine Vorteile, deswegen gibt es keinen Grund, in einer zu sein. Ich glaube, das ist über das Video klar geworden. Wenn du in einer Fernbeziehung bist, dann versuch das Ganze in eine reale Präsenzbeziehung umzubauen. Wenn das nicht geht, ist meine Empfehlung, je nach Altersstufe, gerade wenn du jünger bist, trenn dich, geh auf den Datingmarkt, lerne neue Frauen kennen, die in deiner Umgebung wohnen. Damit wirst du glücklicher werden, damit wirst du mehr Spaß haben. Wenn du Fragen zu dem Thema hast oder irgendwelche anderen Anmerkungen, auch Videovorschläge in die Kommentare. Schön, dass du dabei warst. Links hier kannst du den Channel abonnieren. Hier unten kannst du dich für eine kostenlose private Beratungssession anmelden, in der wir einen Schritt für Schritt mal erstellen, wie du erfolgreich mit Frauen wirst. Und unten rechts in der Ecke kommst du zu einem Video, das ich dir empfehle, wenn dir dieses Video gefallen hat. Geil, dass du dabei warst mal wieder. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao.